Es ist immer wichtig, nicht nur das künstlerische Werk sich anzugucken, sondern daneben eben auch die Personen, ihre Zeitumstände mit in den Blick zu nehmen. Dass man sagt, welche Rolle hat ein Künstler im Dritten Reich und wie gehen wir heute damit um? Wilhelm Petersen war ein Illustrator, Künstler, der sich aber eben in der NS-Zeit besonders bekannt gemacht hat als Maler von idealen germanischen Figuren. Das Bild, was Wilhelm Petersen bekannt gemacht hat, ist das Bild der Friesin. Sozusagen ein Idealtypus für den Nationalsozialisten gewesen, wie die Frau beispielsweise eben auch aussehen sollte. Und dieses Bild führte letztlich auch dazu, dass er diesen großen Durchbruch im Nationalsozialismus dann eben auch hatte. Wir haben jetzt hier die gute Gelegenheit, weil wir eigentlich eher ein historisches Museum sind, dass wir diese Gemälde darstellen, aber eben auch in den historischen Kontext stellen. Er hat früh enge Kontakte geknüpft, wie sich später herausstellte, zu hochrangigen NS-Größen. Bei Wilhelm Petersen war es so, dass er eben auch bis zu seinem Tod immer noch protegiert wurde. Man hat Ausstellungen über ihn gemacht. Viele kennen ihn hinterher als einen der Mekki-Zeichner, der Mekki-Figur in der Hör zu. Es ist natürlich faszinierend, dass solche Personen fast völlig unbehelligt einfach so weitermachen können. Wir wollen jetzt eigentlich so ein bisschen gerade biegen, dass er sehr wohl die Ideologie nach vorne gebracht hat und eigentlich auch so ein Treiber der Propaganda war. Und dass nach dem Krieg er einfach Mekki-Zeichner werden konnte durch sein Netzwerk, durch seine Verbindung, das ist schon Antrieb, das aufzudecken.